Maybach, die Legende lebt. Sei herzlich gegrüßt, lieber Besucher meines YouTube-Kanals. Ich hoffe, es geht dir gut. Das heutige Video zeigt Filmaufnahmen von unserem Ausflug nach Neumarkt in der Oberpfalz ins Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge präsentiert hier die weltweit einzigartige Ausstellung über die Geschichte und die Produkte von Karl und Wilhelm Maybach. Auf ca. 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird die Geschichte des Maybach-Motorenbaus, seiner Fahrzeuge, seiner Motoren und Getriebe dargestellt. Maybach-Automobile zählten in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu den schönsten, größten und wertvollsten Luxusautos, die auch technisch eine absolute Spitzenstellung einnahmen. In den Jahren 1921 bis 1941 wurden ca. 1800 Maybach-Autos gebaut, von denen heute leider nur noch weltweit rund 160 existieren. Mehr als 10% dieses Weltbestandes stehen in Neumarkt in der Oberpfalz. Hier haben Herr Dr. Helmut Hofmann und seine Frau Anna 18 Exemplare dieser edlen Stücke zusammengetragen und in einem weltweit einzigartigen Museum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vielen Dank dafür! Der Mythos Maybach wurde von Wilhelm Maybach begründet. Er wurde am 9. Februar 1846 in Heilbronn geboren. Wilhelm Maybach war an der Erfindung des Automobils beteiligt, er konstruierte den Motor des ersten Mercedes Simplex und wurde später König der Konstrukteure im Bereich Automobilbau genannt. Gemeinsam mit seinem Sohn Karl gründete Wilhelm Maybach 1909 die Maybach Motorenbau GmbH in Bissingen, die Hochleistungsmotoren für Luftschiffe und Flugzeuge produzierte. Nach dem Ersten Weltkrieg baute Karl Maybach in Friedrichshafen die Produktion von Spitzenautomobilen der obersten Luxusklasse auf, welche bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs auf Bestellung gefertigt wurden.
1960 übernahm Daimler-Benz die Maybach Motorenbau GmbH und damit die Markenrechte. Einige Videoaufnahmen vom Museum, unter anderem auch von der zusätzlichen Ausstellung der Expresswerke, welche hier in den Hallen von 1884 bis 1959 Fahrräder und Motorräder produzierten. Thank you.
Leider geht das Video jetzt zu Ende, es sollten damit nur einige Impressionen von unserem Ausflug ins Museum für historische Maybach-Fahrzeuge in Neumarkt in der Oberpfalz vermittelt werden. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Video begeistern, eventuell auch mal diesem interessanten Museum einen Besuch abzustatten. Ich würde mich über ein Abo und einen Daumen hoch von dir freuen und dich bei einem nächsten Video sehr gerne wieder auf meinem Kanal begrüßen.